Wenn man die Wetterkapriolen im Mai zusammenaddiert, mag man gar nicht daran glauben, dass der Sommer vor der Tür steht. Aber dem ist definitiv so. Und einen ersten Vorgeschmack beschert uns dieser Tage der Juni. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen luftigen Ausgabe hier auf Ihrem Regionalsender aus und für den Landkreis Märkisch-Oderland. Dass ich Sie heute nicht aus unserem Studio, sondern unter freiem Himmel begrüße, ist nicht nur auf die Corona-Lockerungen zurückzuführen. Dank sinkender Inzidenzzahlen dürfte der jüngste Lockdown nun endlich auch der Geschichte angehören. Erste Gastronomen, Veranstalter und Touristiker öffnen ihre Häuser ja seit Pfingsten. Zum Start der Saison, wo wir eigentlich mitten im Geschäft sind und alle wieder anfangen wollen und sollten, ist natürlich, klar müssen wir uns Sorgen machen. Wir haben jetzt einen langen Winter. Wir hatten davor ein bisschen Sommer, wo ein bisschen Umsatz gemacht werden konnte. Aber wie es jetzt aussieht, wird ja noch nicht gleich geöffnet und das ist natürlich ein Problem. Natürlich bekommen die Unternehmer zu großen Teilen Unterstützung und Hilfen, aber erstens will man Unternehmer sein und will arbeiten und Gäste bewirten. Zweitens ist es so, dass wir mittlerweile ein Fachkräfteproblem noch größeres kriegen würden. Sagen alle, habt ihr ja vor Corona auch schon gesagt, klar. Aber es wird schwieriger, denn gerade in der Gastronomie, Hotellerie, in den Kultureinrichtungen, Veranstaltungsmanagement, selbst wenn man Kurzarbeitergeld kriegt, fehlt einem circa ungefähr die Hälfte seines Geldes, weil gerade in der Gastronomie, Hotellerie ist Trinkgeld ein fester Bestandteil des Einkommens und mit weniger als 70% ist es auf Dauer eben schlecht auszukommen. Und da sind viele auch in andere Branchen abgewandert, sind in andere Bereiche gegangen und das ist natürlich ein Problem, was sich für mich aus sehr großer Perspektive jetzt macht. Wir wissen, dass alle warten, bis sie raus wollen. Wir haben Berlin vor der Tür. Die Leute werden kommen und deshalb ist für uns eine Forderung von uns, hier differenziert Angebote zu schaffen, um auch Wertschöpfung in der Region möglich zu machen, auch unter den Bedingungen, dass man einfach nicht nur To-Go hat, sondern dass man zum Beispiel in der Außengastronomie was macht. Hotels und Ferienwohnungen und Campingplätze, die kennen ihr ganzes Arbeitsleben, Hygiene. Sie haben in Hygienemaßnahmen investiert und hier wäre es wünschenswert, wenn man so nicht nur Modellprojekte macht, sondern der Branche einfach zutraut, hier auch unter Corona vernünftige Arbeit zu machen. Und was es hier westlich der Oder, überhaupt im gesamten Seenland Oder Spree, alles Schönes nun wieder neu zu entdecken gibt, erfährt man nicht nur bei uns, sondern auch auf Riesensmartphones, von denen eines der letzten nun auch am Wriezener Markt zu finden ist. Anstatt Touristen ziehen seit Beginn der Lockdowns nur dunkle Wolken durchs Tourismusland Brandenburg. In der Gewissheit, dass die Reiseregion nicht nur ihre Tore wieder öffnen wird, hat der hiesige Tourismusverband Seenland Oder Spree e.V. die zurückliegenden Monate genutzt, um an mehr als 125 Standorten digitale Touchpoints zu installieren. Ende April gingen die beiden letzten Riesensmartphones in Bad Freienwalde und direkt neben der Wriezener Marienkirche am Markt ans Netz. Wir haben jetzt gemerkt, wie wichtig es ist, digitale Daten zu haben, Leute schnell und flexibel informieren zu können und vor allem ist es für uns wichtig, in der Fläche zu sein, dass wir unsere Gäste an jedem Standort informieren können. Und gerade jetzt in Corona mit wechselnden Bestimmungen und so weiter haben wir gesehen, wie wichtig es ist, schnell zu sein mit Daten. Und wir haben gemerkt, dass unsere Daten aktueller werden, dass wir durch die schnellere und bessere Sichtbarkeit sehr gute Zugriffe drauf haben. Und gerade jetzt, wo es draußen warm wird, merken wir, dass zum Beispiel unsere Radtouren und Wandertouren, die man sich auch von den Geräten runterladen kann, eben nachgefragt sind. Und unser Ziel ist es ja, eben mit diesen Geräten an verschiedenen Stellen auch Tipps für das weitere Umland zu geben oder für eine Teilregion oder was sie eben hier vor Ort genau machen können. Denn wenn man jetzt hier an solchem Marktplatz steht, weiß man ja ungefähr erstmal gar nicht. Deshalb gibt es eben hier viele detaillierte Informationen. Im Seenland Oder Spree wird auf den digitalen Touchpoints die Software MeinSOS genutzt, die Einheimischen wie Reisenden alle Informationen zum Was, Wo, Wann und Wie verrät. Ja, auch wenn aktuell natürlich der Tourismus nicht so wirken kann, wie er normalerweise wirken sollte, ist es gerade, denke ich mal, jetzt wichtig, dass wir den Leuten auch einen Lichtblick zeigen, wie es dann hoffentlich in naher Zukunft wieder funktionieren kann. Man kann mit dieser Anzeigentafel ja sämtliche gastronomischen Einrichtungen und sämtliche touristischen Einrichtungen, die wir ja in unserer Region auch haben, anbieten, den Menschen vor Ort, also sprich den Wrieznern, aber auch den Gästen, die letztendlich unsere Stadt besuchen. Und ich glaube schon, dass das eine besondere Bedeutung ist und einfach Werbung auch ist für den stark gebeutelten Tourismus. Die Standortwahl fiel ganz bewusst auf den Wriezener Markt und die Marienkirche.
Man kann sich online sozusagen informieren. Und ich glaube, da ist der zentrale Standort, den wir hier haben, doch günstig und trägt natürlich auch dazu bei, die Touristen hierher zu locken. Und die wollen wir ja hier haben. Wir wollen ja eine lebendige Innenstadt. Inwiefern die Riesen-Smartphone-Nutzer im Anschluss durch die Wilhelmstraße flanieren, bleibt abzuwarten. Doch auf jeden Fall beinhaltet die MeinSOS-App, die aus einer brandenburgweit genutzten Datenbank gespeist wird, tolle Tipps für Ausflüge, Restaurants und Veranstaltungen. Dank verschiedener Filtermöglichkeiten können Angebote zum Beispiel nach Interessen, gutem oder schlechtem Wetter und viel mehr ausgespielt werden. Es lohnt sich also definitiv, einen Blick darauf zu werfen. Die Daten pflegen wir. Wenn auffällt, dass was fehlt oder was falsch ist, dann gern Info direkt an unseren Verband oder auch an die Frau Zervas von der Stadt. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn das Gerät lange in Betrieb bleibt. Es ist grundsätzlich recht vandalismussicher. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Kamera einzuschalten, falls jemand da irgendwas mal austesten muss. Finden wir nicht so toll. Also wenn jeder immer mal einen Blick wirft und auch darauf achtet, dass es ordentlich bleibt, wäre das toll. Denn nur wenn das Touchpoint von Vandalismus und Schmierereien weiterhin verschont bleibt, stellt es auch eine Wertschöpfung im ländlichen Raum dar. Also grundsätzlich ist es natürlich ein Problem, Vandalismus. Das erleben wir an verschiedenen Stellen, auch hier in der Wilhelmstraße natürlich. Nur ich denke, die falsche Politik wäre, wenn wir nichts mehr aufstellen. Wenn wir die Bänke wegnehmen, die Schaukästen wegnehmen und auch solche modernen digitalen Informationsdelen nicht errichten, dann ist das, glaube ich, der falsche Weg. Und wie soll es dann attraktiv werden für uns Menschen, die wir hier leben und für die Gäste, die zu uns kommen? Ich glaube, das wäre dann falsch. Und deswegen müssen wir einfach mutig sein und ich wünsche mir natürlich, dass es rege genutzt wird, dass die Leute neugierig sind, dass sie mit dem Finger drauf rumwischen und alle Inhalte sich mal anschauen und dass es ganz bleibt. Und auch wenn es wie ein Smartphone für Riesen daherkommt, selbst den kürzeren Mitbewohnern bleibt die digitale Informationsvielfalt nicht verwehrt. Also ich bin normal groß, ich komme noch relativ gut oben ran an den Startknopf, aber die kleineren, für die gibt es auch eine barrierefreie Funktion, dass sich der Bildschirm halbiert und man dann einfach im unteren Bereich sich auch alles anschauen kann. Und dann jetzt wieder rückzuschalten auf die große Ansicht. Wer also für seinen nächsten Ausflug ins Brandenburger Land ziersichere Beratung oder Tourentipps sucht, wird direkt am Wriezener Markt fündig. Am Wriezener Marktplatz ist aber nicht nur die neue Tourismusstelle zu finden, sondern auch das Plauderstübchen, in dem sich jeder werktags im Testzentrum der DRK kostenlos auf das Virus testen lassen kann. Auch in Hoppegarten im Ortsteil Hellweg in der Handwerkerstraße wurde ein Testzentrum eingerichtet, das montags bis samstags von 7 bis 19:30 Uhr geöffnet ist. Wer sich testen lassen möchte, kann vorab unter der eingeblendeten Internetseite einen Termin im 5-Minuten-Takt buchen oder auch ohne Termin vorbeikommen. Genauso verhält es sich auch im Testzentrum auf dem Gelände bei Obi in der Strausberger Prötzeler Chaussee. Und einen negativen Test sollte man beispielsweise selbst bei einem Abstecher nach Polen parat haben. Den verlangen nämlich die polnischen Behörden und haben sogar ein Ordnungsgeld von bis zu 500 Euro festgesetzt. So oder so, Ausflüge in Zeiten der Pandemie sollten umsichtig geplant sein. Viele unterschiedliche Regeln sind zu beachten. Die häufigsten Fragen und Antworten für Reisende finden Sie unter den eingeblendeten Links. Unweit von Strausberg in Hennickendorf entsteht gegenwärtig aus einer ca. 1890 gebauten Manufaktur eine hochmoderne Wohnanlage mit 6 Einfamilienhäusern, 8 Eigentumswohnungen und unzähligen Apartments für Seniorinnen und Senioren. Die zukünftigen Bewohner des Manufakturensembles leben mit Privatsphäre in dem eigenen Pflegeapartment und als Teil einer Gemeinschaft. Den wohlverdienten Ruhestand selbstbestimmt und ohne Qualitätsverlust verleben. Im Herzen des Naherholungsgebietes rund um den idyllischen Stienitzsee, direkt in der Berliner Straße 36 in Hennickendorf, auf einem 9500 Quadratmeter großen Areal, vor den Toren Strausbergs und Rüdersdorfs. Wo einst die 1890 erbaute Glockengießerei mit ihren 4 markanten Türmen die Gegend schmückte, erwartet sie nun eine individuelle Pflegeeinrichtung mit 8 Eigentumswohnungen und insgesamt 63 Pflegeapartments und vielen bedürfnisorientierten Freizeitmöglichkeiten.
Das Projekt Wohnen im eigenen Schloss ist keine Alternative zur Pflegebetreuung. Es setzt neue Maßstäbe und ermöglicht generationsübergreifendes Wohnen. Versorgt und behütet durch einen hauseigenen ambulanten Pflegedienst wird hier jeder, ob vital oder mit diagnostizierter Pflegestufe, ein Höchstmaß an Komfort, professioneller Betreuung, Sicherheit und Lebensqualität finden. Jedes Alter ist das Beste für den, der es zu erfüllen versteht. Sichern Sie sich jetzt einen Besichtigungstermin. www.wohnenimeigenenschloss.de Und vielleicht verweist die touristische App Mein SOS bald nicht nur auf das Areal in Hennickendorf, sondern auch auf einen Surfpark bei Altlandsberg. Dessen Standort war zwar ursprünglich in Berlin angedacht, doch mittlerweile haben die Macher des Berliner Unternehmens SurfEra einen Ortsteil von Altlandsberg als Realisierungsort ihrer Vision ins Auge gefasst. Als sie im April den kommunalpolitischen Vertretern ihr Konzept vorstellten, trafen sie zwar bei den politischen Gremien auf Zustimmung, doch vor dem Sitzungssaal hatten sich nicht nur Befürworter dieser Surfvision eingefunden. Seit Ende April ist es nicht nur ein Gerücht, sondern Gewissheit. In einigen Jahren könnten tropische Atmosphäre, Meeresrauschen und meterhohe Wellen in Märkisch-Oderland zum Greifen nahe sein. Die Berliner Firma SurfEra GmbH zieht in Erwägung, unmittelbar im Altlandsberger Ortsteil Bruchmühle einen Surfpark zu errichten, in dem ab 2024 bis zu 1,90 Meter hohe Wellen auf die Besucher warten könnten. Wir wollen Surfen gern erlebbar machen und genau deswegen bauen wir einen Surfpark in Berlin. Und aus diesem Grund haben wir SurfEra ins Leben gerufen. Das Herzstück vom Surfpark ist ein Wavepool. Das ist ein künstliches Wasserbecken, in dem Wellen erzeugt werden. Wir haben allerdings ein kleines Upgrade für euch. Und zwar können wir die Wellen in Frequenz, Größe und Geschwindigkeit anpassen. Und damit ist quasi für jeden etwas dabei. Seit 2017 tüfteln die Macher der SurfEra GmbH an ihrer Vision, die ursprünglich direkt in der Hauptstadt realisiert werden sollte. Man kann bei uns nicht nur surfen, es ist wirklich für jeden was dabei. Neben dem Wavepool gibt es noch weitere Angebote für Sport, Erholung und Freizeit. Gezwungenermaßen musste das Berliner Unternehmen den Blick bei der Standortwahl jedoch Richtung Osten richten und somit rückte die Stadt Altlandsberg neben Fürstenwalde in die engere Wahl. So, was Sie hier jetzt sehen, ist im Wesentlichen ein Surfpark, wie er aus unseren Händen am Ende des Tages aussehen könnte. Sie sehen schon sehr dominant in der Mitte diese künstliche Wasserfläche und im hinteren Bereich das Technologiehäuschen. Also hier hinten findet der Surfsport für die Fortgeschrittenen statt, die an dieser Wand lang surfen. Und hier im vorderen Bereich angedeutet, sieht man schon, sind eine ganze Menge Leute im Wasser, die dann die Schulungen hier in der Weißwassersektion wahrnehmen können. Wir haben uns verschiedene Lösungsansätze für Surfparks angeguckt und haben dabei Fehler entdeckt, Fehler, die wir gerne besser machen würden und haben am Ende des Tages tatsächlich eine multifunktionale Immobilie entwickelt. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, der von uns angedachte Surfpark soll das ganze Jahr über funktionieren. Deswegen haben wir hier diese Dachkonstruktion gemeinsam mit unseren Architekten und Ingenieurpartnern entwickelt, die in der Lage ist, dieses Areal in den Wintermonaten zu schließen und gleichzeitig eine thermische Hülle zu produzieren. Ja, dass wir also auch in den Wintermonaten in dem Innenraumbereich eine authentische Atmosphäre haben. Darüber hinaus sehen Sie schon, ja, hier sind überall blau angedeutet PV-Anlagen in die vertikale und horizontale Gebäudestruktur eingebracht, um im Wesentlichen sehr viel Energie vor Ort zu produzieren. Denn was wir auf gar keinen Fall machen möchten, ist diese Anlage, die doch sehr viel Strom verbraucht, einfach nur in die Steckdose zu stecken und im Wesentlichen mit fossilen Brennstoffen künstliche Wellen zu schaffen. Das würde sich nach unserem Dafürhalten auch mit der Ethik des Surfsports nicht vertragen, weil es ein wirklich sehr naturverbundener Sport ist. So, die anderen USPs zeige ich Ihnen gleich nochmal in dahinterliegenden Bildern. Wir haben aber erkannt, dass Wellenreiten an sich auch bedingt durch die hohe Nachfrage erstmal als ein Magnet zu verstehen ist. Also Menschen möchten es erleben und möchten es sich auch gerne angucken. Und deswegen sieht man nebst dem Pool auch weitere Gebäuderiegel, in denen verschiedene weitere Dienstleistungen und Angebote untergebracht worden sind. Dazu gehört Gastronomie, dazu gehört ein bisschen Wellness und Erholung. Ja, es geht auch darum, eine Verknüpfung mit der Außen- und der Innenwelt stattfinden zu lassen, beispielsweise durch ein Public Plaza.
Es geht um gegebenenfalls Übernachtungsmöglichkeiten, weil wir möchten natürlich auch, dass die Leute nicht nur für 2 Stunden da sind, sondern gegebenenfalls auch hier vor Ort die Region ein bisschen erkunden können. So, und wir haben auch weitere Sportangebote in unserer Entwicklung mit inkludiert, nämlich jene, welche, die sich gut mit dem Surfritus per se kombinieren lassen. Meist beispielsweise Bouldern, Klettern, Skaten, ja, also sage ich mal Lifestyle-Sportarten, die in der Vergangenheit doch sehr, sehr, sehr hohen Anklang gefunden haben. Gut, jetzt kommen wir noch mal so ein bisschen zu den Besonderheiten. Was Sie hier sehen, ist eine Innenansicht der besagten Dachkonstruktion, beispielsweise in einem Wintertag, ja, wo das Dach geschlossen ist. Durch die Bauhöhe, durch diese durchsichtigen Kunststofffolienkissen hat man dennoch innen drin ein schönes natürliches Licht. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, bedingt durch die Folienkissen auch eine thermische Hülle zu produzieren. Ja, aktuell sind unsere Berechnungen dahingehend, dass wir im Innenraum auch in den Wintermonaten wenigstens ein Delta von 20 Kelvin haben werden. Also mal als Beispiel, wenn wir draußen minus 5 Grad haben, sind wir immer noch in der Lage, im Innenraum plus 15 zu schaffen. So, die Wassertemperatur wird auch in den Wintermonaten um die 16 Grad betragen. Das heißt, in dem Fall bei 16 Grad Wassertemperatur kann man ohne Probleme mit einem sogenannten Wetsuit, ja, Neoprenanzug ins Wasser gehen, dem Sportkultus nachkommen und hat dennoch immer noch eine schöne Erfahrung. Genau, wie schon im Design zuvor angezeigt, wollen wir, wie gesagt, vor Ort saubere Energie produzieren. Das machen wir mit Hilfe dezentraler Energiestrukturen, wie beispielsweise Photovoltaikmodulen in den vertikalen und horizontalen Flächen der Gebäudestruktur. Der nächste Schritt wäre dann auch das Zwischenspeichern. Schaut man sich den gesamten Park an, mit beispielsweise Hotellerie, Gastronomie und weitere Angebote, die wir aufzeigen wollen, sind wir in der Lage, bis zu 65% bilanziell durch saubere Energie vor Ort zu decken. Vorgestellt und positive Empfehlungen ernteten die beiden Berliner Unternehmer Eirik Rando und Marvin Tams für ihr Surf- und Spaßbadprojekt Surf-Ära vor dem Gros der Ortsbeiräte und Stadtverordneten Ende April. Dann sind natürlich übliche Fragen immer, wie wird die Infrastruktur belastet? Ich kenne die Problematik auf der B1, durchaus ein Thema ist, über das man reden muss. Man braucht auch kein Geheimnis daraus machen, da wir natürlich auch Publikum ziehen, werden auch Leute mit dem Auto anfahren, gar keine Frage. So, grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass die Infrastruktur hier sehr, sehr gut ist. Wir haben natürlich klar als starke Tangente von Ost nach West die B1 und wir sind angeschlossen an den Berliner Ring. Das sind natürlich 2 große Straßen, was auch sehr vorteilhaft ist. Dann wird es nicht zu einem erhöhten Verkehrsdurchfluss durch die Stadt kommen, weil halt vor Ort Umgehungsstraßen vorhanden sind. ÖPNV-Anbindung ist mit dem S-Bahnhof Friedersdorf gegeben. Für das Infrastrukturkonzept, ja, auf Basis der von uns angedachten Besucher, haben wir schon erstmal bei uns am Standort 210 Kfz-Stellplätze mit eingeplant, sodass es auf jeden Fall nicht dazu kommen wird, dass die umliegenden Straßen blockiert werden. So, wird es eine erhöhte Geräuschkulisse geben? Ja, na klar, weil im Moment wird der Ackerbau betrieben, ja, und dann kommt da gegebenenfalls eine große Entwicklung hin. Es wird also zu einer Geräuschkulissenerhöhung kommen, aber wer von Ihnen schon mal am Ozean war und sich mal an die Uferkante gestellt hat, wir imitieren das künstlich. Ja. Wir haben also sozusagen eine grundsätzliche an der Wasserkante stehend Geräuschkulisse von 80 bis 100 Dezibel, also ähnlich der des Ozeans. Nichtsdestotrotz muss man einfach dazu auch sagen, dass das wirklich der Wasserkantenbereich ist. Also wir befinden uns im Innern an der Wasserkante. Das bedeutet, unsere Gebäuderiegel, unsere Glaspaneele und unsere Dachkonstruktion zwingen natürlich den Schall im Inneren zu bleiben beziehungsweise sich zylindrisch nach oben auszubreiten. Ja, wir können es im Wesentlichen im Moment nicht bewerten, wie laut es außerhalb dieser Entwicklung wird, also sage ich mal straßenseitig, aber wir gehen davon aus, dass es im Wesentlichen nichts Schlimmes wird. Neben dem zu erwartenden Verkehrs- und Lärmaufkommen wird von der Bürgerschaft vor allem der zusätzliche Trinkwasserverbrauch eher kritisch betrachtet. Also uns ist natürlich bewusst, dass gerade die Problematik Wasser durchaus ein Thema ist, was die Leute beschäftigt. Und wir haben sehr früh in der Projektentwicklung versucht, da Lösungsansätze zu entwickeln. Ein wichtiger war zum Beispiel, dass wir uns für eine Technologie entschieden haben, die darauf verzichtet, das Becken immer wieder neu befüllen zu müssen. Ja, wir müssen also quasi einmal Wasser einleiten. Das kann durchaus antizyklisch passieren, sodass es also sozusagen sich nicht unmittelbar direkt auf den Grundwasserspiegel auswirkt. Und dann wird dieses Wasserbecken immer wieder durch Filterungsprozesse bewirtschaftet und aufrechterhalten, sodass wir immer ein schönes, sauberes Wasser haben. So, und der zweite Aspekt ist, wir haben natürlich eine Analyse durchgeführt, wie unsere Bedarfssituation ist. Ja? Unsere Bedarfssituation sind 35.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr. Auf Basis unserer Annahmen, die wir getroffen haben, die natürlich standortspezifisch nochmal überarbeitet werden
müssten. Ja? Nichtsdestotrotz ist eine schwer greifbare Zahl. Deswegen kann man es, glaube ich, viel leichter ausdrücken. Ein Zwei-Personen-Haushalt verbraucht 100 Kubikmeter Wasser pro Jahr. Das bedeutet, wir mit unserem Projekt verbrauchen pro Jahr so viel wie 300 Zwei-Personen-Haushalte oder wie 600 Personen. Ja, wenn man das in Vergleich stellt mit anderen Projekten, die wasserintensiv sind, dann kann man das, glaube ich, ganz gut verstehen, dass das am Ende des Tages vielleicht gar nicht so viel Wasser ist für so ein, unserer Meinung nach, tolles Projekt. Die besagten 35.000 Kubikmeter Wasser beziehen sich jedoch nur auf die Wasserbecken. Der zusätzliche Trinkwasserverbrauch, beispielsweise Duschwasser für die angestrebten 300.000 Besucher pro Jahr, ist offensichtlich nicht enthalten. Also wir werden ja unterstützt durch ein sehr starkes Ingenieursteam. Ja. In welchen Qualitätsstufen wir im Wesentlichen zum Beispiel das Wasser für den Surfpool zur Verfügung stellen müssen, ist noch nicht in der Gänze geklärt, ja. Weil es gibt verschiedene Herangehensweisen. Wenn man sozusagen Badebetrieb drin machen will, dann muss man Trinkwasserqualität wahren. Ja. Wenn wir den Bereich als solchen deklinieren, als dass eine Sportstätte ist, mit der man mit einem Equipment, beispielsweise einem Surfbrett Sport betreiben kann, dann ist die Trinkwasserqualität gar nicht notwendig. Die Frage ist am Ende des Tages, wie wollen wir im Dialog mit der Gemeinde oder mit der Stadt im Wesentlichen das Konzept schnüren. Ja? So, am Ende des Tages haben wir erstmal angenommen, was sind unsere Bedarfssituationen. Und das sind 35.000 Kubikmeter. Ja? Ob das am Ende 100% Trinkwasser sind oder eine Mischkalkulation oder gegebenenfalls auch Zisternenlösungen vor Ort entwickelt werden können, das müssen wir in den tieferen Entwicklungsschritten dann letztendlich für uns finden. Die Macher betonten zwar die Bedeutung von grüner Technologie für das gesamte Bauprojekt, doch mehr Wasser werden auch sie nicht nach Ostbrandenburg fließen lassen können. Und seit Jahren prägen sinkende Wasserpegel und verdorrte Landstriche hier das Bild. Also in diese Gesamtgleichung geht immer mit ein, dass wir natürlich durch Sonneneinstrahlung und so weiter eine faktische Verdunstung haben. Aber natürlich, wenn die Dachoberfläche geöffnet ist und sie wird über den gesamten Pool geöffnet sein, dann nehmen wir natürlich auch die Niederschläge aus der frohen Natur wieder ins Becken auf. Das heißt, im Endeffekt wird es hier zu einem Ausgleich, zu einer Nivellierung kommen. Ja, wir müssen aber auch sicherstellen, dass das Wasserbecken für die Qualität der Wellen immer einen bestimmten Stand hat. Ja, das bedeutet, wenn wir nicht gut mit Niederschlägen in einer bestimmten Phase gesegnet sind, ja, dann müssen wir natürlich durch externe Zuführung dafür sorgen, ja, dass dieses Niveau, was ein bisschen flexibel sein kann, aber wir reden nicht über 2 Meter, sag ich mal, Hub, was den Pool angeht, sichergestellt wird. Im Zuge ihrer positiven Empfehlung für das Projekt haben sich die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung jedoch auch dazu entschieden, eine Einwohnerbefragung zu der Standortwahl im Stadtgebiet durchzuführen. Und die könnte kritischer ausfallen als vielleicht vermutet. Denn Wellen schlägt das Projekt schon jetzt. Anwohner fürchten um den Verlust des Naherholungsgebietes. Das ist bloß eine Umgehungsstraße da. Den soll mir mal einer zeigen, der mit seinem Surfbrett und mit der S-Bahn oder U-Bahn ankommt. Und so brachten bald mehr als 100 Demonstranten vor dem Sitzungsort nicht nur ihren Unmut gegenüber den Bauvorhaben zum Ausdruck, sondern sammelten auch fleißig Unterschriften gegen das Bauvorhaben mit einem Realisierungsvolumen von 100 Millionen Euro. Vor allem der zu erwartende Wasserverbrauch schlägt vielen aufs Gemüt. Und Fakt ist auch, dass der geplante Surfpark der Aera Surf GmbH eben nicht der erste auf deutschem Boden sein wird. Im Gegenteil, aktuell werden in Deutschland an verschiedenen Standorten Surfparks geplant. Beispielsweise hat die Münchner Gemeinde Halbergsmoos dem Bebauungsplan für das Projekt Wavepool Surftown Muuk schon zugestimmt. Bis 2023 soll dort eine 20.000 Quadratmeter große Surfanlage entstehen. Einen noch imposanteren Surfpark plant die Surfworld im nordrhein-westfälischen Krefeld. Nur knapp 100 Kilometer weiter, in Werne im Münsterland, soll ebenfalls ein Surfpark entstehen, für den die Investoren schon seit 2020 den Aufstellungsbeschluss in der Tasche haben. Das Projekt soll ebenfalls 2023 fertiggestellt sein. Geplant ist nicht weniger als der größte Surfpark der Welt. An allen Standorten erhofft man sich durch die Surfparks Imageaufwertung, Besucherströme und Wirtschaftskraft. Ob das Projekt Surfpark wirklich an einem Standort bei Adlandsberg realisiert wird, hängt trotz der Zustimmung nun natürlich von vielen weiteren Faktoren ab.
Inwiefern wirtschaftlicher Aufschwung und Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden können, bleibt abzuwarten. Wenn heutzutage von blühenden Landschaften die Rede ist, spricht man über Naturräume und Blühwiesen oder Rapsfelder. Jedoch geprägt hatte den Begriff blühende Landschaften in den 90ern der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl als ökonomische Zukunftsperspektive für die neuen Bundesländer. Seither hat sich vor allem in dem gern als S5-Region bezeichneten Landstrich, sprich im Westen des Landkreises, einiges getan. Von Honigbienen besiedelte Wiesen werden immer rarer. Ohne den gelben Blütenbestäuber wären übrigens mehr als 75% der für uns Menschen wichtigen Kulturpflanzen und damit die Ernährung insgesamt gefährdet. Aber zurück zu den Mittelzentrumsgelüsten im östlichen Speckgürtel Berlin. Sprichwörtlich hat im Verbandsgebiet des dortigen Trinkwasserversorgers der Kampf um die Herkunft des Grundwassers schon begonnen. Zurückzuführen auf die unterschiedlichsten Expansionsbestrebungen der kommunalen Verwaltungen und Politiker in den 2000ern. Die dann entsprechend mehrheitlich getroffene Ausbaubeschlüsse als Wohnungsgebiets- und Industriegebietserweiterung realisiert wurden. Nun gilt es wiederum, das ökonomische System so zu transformieren, dass es auch den kommenden Generationen an nichts fehlt. Und damit es unseren Partnern an nichts fehlt, verabschieden wir uns kurz in die Werbung.